Leute, weiter geht's mit letzter Retro-Pokémon, die Rote Edition. Wir sind immer noch auf Route 17 beim Angeln, aber ich kann euch schon mal versprechen, wir werden es in dieser Aufnahme durchschaffen. Denn das haben wir in der blauen Edition auch und wir haben nur noch zwei, drei Folgen dafür gebraucht. Ach, ich spoilere schon wieder. Aber naja. Jetzt wisst ihr es, wir schaffen es heute durch mit dem Angeln. Lange dauert es also nicht mehr. Also ich glaube, wir haben noch diese und die nächste Folge und dann vielleicht noch den Anfang der Folge darauf. So ungefähr. Ein Tentacher. Los, Pomolov. Was nehmen wir denn? Nehmen wir Pfund. Dieser kleine Teich, der ist sowieso sehr schnell vorbei. Und dann haben wir nicht mehr viel. Wir könnten es sogar in dieser Folge noch schaffen. Ah, das wird aber knapp. Die Route 17 hinter uns zu lassen und dann auf Route 18 zu kommen. Also den Radweg zu verlassen, sagen wir es mal so. Und wenn wir nicht mehr auf dem Radweg sind, das ist schon mal toll, denn dann muss ich nicht mehr die ganze Zeit diesen Knopf drücken, damit wir nicht nach unten fahren. Wieder ein Tentacher. Dann wenn ich jetzt den Knopf nicht drücke, Leute, fahren wir die ganze Zeit nach unten. Seht ihr? Das geht hier gerade noch, weil wir schon unten sind. Aber wenn wir jetzt, wenn es bei einem der Teiche passiert wäre, das wäre total blöd gewesen. Vor allem bei dem großen, da oben über uns. Ein Goldini. Body Slam. Oder hier jetzt. Wenn ich hier die Taste nicht drücken würde, dann würden wir einfach nach unten fahren. Und dann könnten wir hier gar nicht mal angeln. Das einige von euch bestimmt freuen würde. Aber es ist ja nicht mehr weit. Das gefangene Goldini greift an und kriegt unseren letzten Body Slam. Was kriegen wir jetzt? Ein Krabi hatten wir noch nicht. Und da kommt eins. Das kriegt Gesang. Hat keine Wirkung. Dann halt nochmal Gesang. Keine Wirkung. Nochmal Gesang. Ich möchte, dass es einschläft. Geht doch. Und jetzt mache ich einfach mal Erholung, einfach weil ich es kann. Das Krabi schläft noch, das ist schön. Pummeluff ist aufgewacht, Krabi auch. Kriegt jetzt nochmal Gesang. Einfach nur die Attacken verbrauchen.
Und am Pfund. Es hat tatsächlich überlebt. Ein starkes Kirby. Nicht mein alter Stiefel. Aber da war's. Ein Goldini. Auch das darf schlafen. Hat keine Wirkung. Schlaf. Sehr schön. Dann noch Erholung. So, ich hoffe, Pummeluff wacht wieder zuerst auf. Pummeluff ist aufgewacht, Goldini aber auch. Dann nochmal Gesang. Hat keine Wirkung, das ist nicht schön. Aber jetzt. Pfund. Und weg. So, die Hälfte dieses Teiches haben wir geschafft. Und hier haben wir einen Goldini wieder. Da können wir Gesang weiter verbrauchen. Hat keine Wirkung. Es ist aufgewacht. Sowas aber auch. Aber jetzt schläft es. Machen wir Erholung. Pummeluff ist aufgewacht und Goldini schläft noch. Sehr schön. Dann bearbeiten wir es mit Pfund. Wir haben jetzt fast keinen Gesang mehr. Also Bodycheck oder was Body Slam? Ich glaube, jetzt war Body Slam. Ist schon leer. Gesang ist fast leer. Erholung kriegen wir auch sehr schnell leer. Und Pfund sowieso. Ohne Pfund können wir die Pokémon ja gar nicht mehr besiegen. Ein Carpador. Das kriegt gleich ein Pfund ab. Um den Typen herum sind lauter Pokémon. Goldini. Du darfst jetzt schlafen. Pfund. Es lebt noch. Nochmal Pfund. Das gefangene Tatacha greift an. Und sehnt sich nach einem Pfund.
Hier haben wir ein Krabbi. Das darf schlafen. Hat keine Wirkung. Dann halt nochmal. Jetzt. So, solange das jetzt noch schläft, würde ich gerne die Erholungen weg haben wollen. Ist aufgewacht. Oh, Mist. So. Wir haben jetzt keinen Gesang mehr, nur noch Pfund und Erholung. Und ich würde Erholung gerne versuchen, so nach und nach wegzukriegen, indem ich zu Beginn jedes Kampfes, außer bei einem Tentacher, das kann ja nur Schaden machen, einmal Erholung wage, in der Hoffnung, dass wir keinen Schaden kriegen. Also ich hoffe zum Beispiel, dass dieses Goldini jetzt einmal Rutenschlag machen wird. Und deswegen mache ich jetzt einmal Erholung. Perfekt, und jetzt mache ich einen Pfund. Und besiege es. Nicht. Tja. Pummeluff, wenn du es besiegt hättest, hast du jetzt keinen Schaden bekommen. Jetzt musst du beim nächsten Mal wirklich schlafen. Und was kommt? Was kommt? Es kommt ein Tentaha. Na, das kriegt einfach nur einen Pfund und fertig. So, noch zweimal angeln, dann ist dieser Teich hier fertig. Krabi. Da werden wir jetzt Erholung machen und ein bisschen schlafen, in der Hoffnung, dass das Krabi nur Silberblick macht. Und falls es uns doch angreift, haben wir halt Pech gehabt. Pech gehabt. Pummeluff ist aufgewacht. Es greift uns nur an. Das ist eigentlich klug, denn das ist das Beste, was Krabi machen können. Das ist tatsächlich noch gelb! Pummeluff, sag mal, wie schwach bist du eigentlich? Also nicht wirklich schwach, denn du gewinnst jeden Kampf, aber... Wie schwach ist dein Pfund? Oh Mann. Naja. Tentacher. Kriegt ein Pfund. Das war's. Dann angeln wir jetzt hier rechts weiter. Hier gibt es einen Fleck, bei dem wir angeln können. Und es kommt tatsächlich was. Ein Krabbi. Wir versuchen es nochmal mit Erholung. Hat wieder nicht funktioniert. Unsere Initiative sinkt. Pfund.
Und wir sind trotzdem noch schneller. Das war ein guter Pfund, Pummeluff. So, den gleichen Fleck haben wir auf der anderen Seite auch. Goldini! Versuchen wir es mal bei Goldini. Vielleicht funktioniert das ja. Dass Goldini nur Routenschlag macht. Nein. Es hat leider nicht funktioniert. Aber naja. Pfund! Besiegt. Dann geht es jetzt hier unten weiter. Nicht mein alter Stiefel. Na, hier will plötzlich kein Pokémon mehr. Hier möchte keins mehr. Ah, jetzt. Das wird auch das letzte für heute sein. Nach diesem Tentacher ist Schluss. So, wir haben noch einen Pfund, zweimal Erholung. Dann mache ich jetzt einmal Erholung. Auch wenn es uns danach wieder angreift. Aber dann haben wir für den nächsten Kampf nur noch eine Erholung und danach kommt die Verzweiflung. Ein Volltreffer. Na, sowas aber auch. So, hier ist dann Schluss. Wir sehen uns morgen wieder in der blauen Edition und übermorgen wieder hier in der roten Edition. Ciao, Leute!